Der erfahrene Bildjournalist und Pressesprecher David Fischer und ich liefern uns gerade ein Rededuell. Wir beide wollen gegeneinander antreten und jetzt bereiten wir die Reden vor. Ich darf dafür keinerlei Technik nutzen und David wird sich ausschließlich mit der KI vorbereiten. Im Rededuell mit David werde ich eine Rede für die Berge halten. Passenderweise bin ich natürlich dafür jetzt in die Berge gereist, um mich vorzubereiten. Wie ich das genau mache, das zeige ich dir in diesem Video. Zunächst habe ich mich an einen gemütlichen Ort gesetzt mit einem Kaffee und alles aufgeschrieben, was mir zu dem Thema überhaupt eingefallen ist. Kreuz und quer, durcheinander, einfach so, wie es gerade mir in den Kopf kommt. Das hat schon eine Weile gedauert. Ich saß da ungefähr eine Stunde. Dann habe ich alle Punkte, die mir relevant erschienen, auf Post-its geschrieben. Alles zum Thema Berge auf grüne Post-its und alles zum Thema Meer auf rote Post-its und was ich sonst noch sagen wollte, auf weiße. Ich habe das dann sortiert nach Farben und auch nach der Reihenfolge. Auch das hat eine ganze Weile gedauert, ungefähr 30 Minuten. Dann habe ich alle Post-its in der richtigen Reihenfolge auf den Tisch gelegt und die Rede einmal laut durchgesprochen. Das Ganze bin ich dann gedanklich noch mehrmals durchgegangen, bis ich das Gefühl hatte, dass es passt. Dann habe ich mich ans Flipchart gestellt und alle wichtigen Elemente aufgemalt, denn ich kann dann sprechen und auf das Flipchart gucken und darauf achten, dass ich nichts, was mir wichtig ist, vergesse. Und wenn ich etwas vergessen habe, dann male ich es nochmal dazu und gebe dem nochmal eine andere Farbe, damit ich dann beim nächsten Mal auf jeden Fall daran denke. Insgesamt entsteht so ein schönes Bild der Keynote. Schön ist natürlich relativ, es entsteht kein wundervolles Kunstwerk, aber für mich ein Bild, das mir hilft, an die Dinge, die ich sagen möchte, zu denken und das ich im Kopf habe, wenn ich dann auf der Bühne stehe und die Rede halte. Auch hier gehe ich das Ganze gedanklich mehrfach durch und male einfach nochmal hier ein Strichlein und da ein Strichlein, während ich im Kopf die ganze Zeit rede. Da ich ja für diese Rede keinerlei Technik nutzen darf, mache ich natürlich auch keine PowerPoint-Folien. Ich mache mir Moderationskarten, die ich übrigens selbst dann mache, wenn ich tatsächlich PowerPoint-Folien benutzen darf, denn ich verlasse mich so ungern auf die Technik. Und die Moderationskarten sind für mich eine große Sicherheit. Ich arbeite dabei auch mit mehreren Farben. Schwarz sind die Überschriften, blau die Unterpunkte und rot die Geschichten, die ich erzählen möchte. Nun kommt der wichtigste Part der Rede. Ich fange an zu üben. Ich spreche die Rede laut durch. Dabei stelle ich mir ein fiktives Publikum vor. Das ist natürlich nicht da, aber ich erzähle die Dinge, die mir wichtig sind. Meinem Schrank, meiner Lampe, meinem Stuhl und so weiter, bis ich ganz sicher bin. Bis zur Rede ist es noch eine Weile hin und natürlich gehe ich sie gedanklich immer wieder durch, wenn ich irgendwo sitze. Denke ich nochmal dran, wenn ich etwas entdecke, dann überlege ich mir, das füge ich vielleicht noch dazu. Die Rede ist nie komplett fertig. Bis zum letzten Moment ändere ich da noch etwas. Und es kann sogar sein, dass in dem Moment, wo ich dann auf der Bühne stehe und rede, ich auch noch etwas hinzufüge. Die ganze Rede ist auf jeden Fall stets lebendig und wächst und verändert sich. Insgesamt habe ich für die Vorbereitung dieser Rede jetzt 3 Stunden gebraucht. Ja, liebe Ariane, ich hoffe, du bist so bereit, wie wir es sind. Wir, das bin ich und das ist die KI hier auf dem Rechner. Und wenn du genau hinhörst, merkst du, er ist schon hochgefahren und heiß gelaufen. Ein bisschen unfair ist es ja schon, denn es ist nicht nur Mensch gegen Maschine, eigentlich ist es 2 gegen 1, auch wenn ich mich weitestgehend raushalten muss. Du kennst mich in- und auswendig, von daher habe ich ein bisschen zittrige Knie, bin gespannt, wie das Ergebnis ist. Und auch, wie die Zusammenarbeit ist zwischen mir und der KI. Denn die KI arbeitet ja nicht selbstständig. Es kommt am Ende des Tages ja auf die Befehle an, die ich der KI gebe. Und wir haben ja ausgemacht, ich darf nicht eingreifen. Ich darf mir nur sozusagen den Bauplan überlegen. Legen wir einfach los und schauen mal, wie das Ergebnis ist. Ich bin richtig gespannt darauf. Bevor es richtig losgeht, ist zuerst einmal Handarbeit angesagt. Handarbeit heißt hier, eine Mindmap zum Aufbau und zur Struktur der Rede zu entwickeln. Wichtig für die Struktur sind Fragen wie, wie lange soll die Rede sein, welche Art von Einstieg und Ausstieg, wie baue ich die Argumentation auf
und wie runde ich die Rede ab? Diese Vorarbeit ist wichtig, damit ich mir genau überlegen kann, mit welchen Befehlen ich die KI gleich füttern will. Die Gegneranalyse steht als nächstes an. Ein Persönlichkeitsprofil von Ariane hat die künstliche Intelligenz bereits entwickelt. Eine gute Grundlage. Nun frage ich die KI von Microsoft Bing AI, welche Argumente sie wohl hat, um uns vom Urlaub in den Bergen zu überzeugen. Das geht relativ schnell. Was aber eine Weile dauert, ist, die lange Antwort der KI einzudampfen. In ChatGPT muss ich deshalb ein paar Schleifen drehen. Jetzt bin ich an der Reihe. Für meine Argumentation will ich von der Maschine wissen, aus welchen Gründen sich die meisten Menschen für eine Reise ans Meer entscheiden. Dafür brauche ich die aktuellsten Informationen im Internet und zapfe deshalb Bing AI an. Wieder sprudelt die KI nur so vor Ideen. Eine Sortierung ist nötig. Die übernimmt ChatGPT. Ich sage ihr, ordne die Argumente von wichtig nach unwichtig an. 35 Minuten habe ich für alle Schritte bisher gebraucht. Ganz ordentlich. Als nächstes bereite ich meine Argumente so auf, dass sich jeder davon angesprochen fühlt. Ich benutze Arianes Kommunikationsmodell Talkers, das von 6 Typen von Menschen ausgeht, die man unterschiedlich erreicht. Von liebhafter bis faktenbasierter Sprache, von harmoniebedürftig bis dominant. Dann kommt der entscheidende Schritt, die Argumente mit den Talkers verknüpfen, damit etwas Neues entsteht. Der lebhafte Typ wird so zum Surfer am Strand und den Beobachter macht die KI zum Helikopterpilot, der übers Meer fliegt. Ob ich Ariane auf diese Weise mit ihrem eigenen Modell schlagen kann? Wir werden sehen. Auf jeden Fall sind wir an dem spannendsten Punkt angelangt, wo sich Form und Inhalt verschränken. Was jetzt ansteht, eine Story für den Hauptteil entwickeln. Die Rede soll möglichst unterhaltsam sein, dafür brauche ich einen roten Faden. Meine Idee, mit den Zuhörern auf eine innere Reise rund um den Globus zu gehen und so die vielen Facetten des Meeres kennen. Brauche ich nur noch eine Klammer für den Einstieg und den Schluss. Die Einleitung soll mit Spannung zum Thema hinführen, für Aufmerksamkeit sorgen und Erwartungen wecken. Das gebe ich der KI zu verstehen. Und sie soll eine Brücke zum Hauptteil bauen, die die Erwartung der Zuhörer bricht. Und mehr Alltagssprache, weniger Blabla. Für den Schluss soll die KI die Gegenargumente zerlegen und einen ironischen Seitenhieb auf Ariane entwickeln. Wie? Seid gespannt auf das Ergebnis. Fertig ist die Rede. 2 Stunden 37 habe ich dafür benötigt. Das ist im Vergleich zu sonst relativ zügig. Aber man kann auch nicht sagen, dass die künstliche Intelligenz per Knopfdruck so einen Text erstellen kann. Ich habe mich dafür entschieden, dass wir bausteinartig vorgehen. Pro Baustein, also beispielsweise Einstieg oder Hauptteil oder Schluss, ein Befehl und die einzelnen Teile dann Stück für Stück zusammenbauen. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ein kleines Fazit lässt sich ziehen. Es gibt Vorteile und es gibt Nachteile beim Redenschreiben mit KI. Ein Vorteil ist, dass sie sehr, sehr schnell ist beim Ideensammeln. Das habe ich bei den Argumenten gemerkt. Ich wäre wahrscheinlich auch auf die Argumente, die für den Urlaub am Meer sprechen, gekommen. Allerdings, warum soll ich mir das nicht einfach ausspucken lassen und dann aus- und einsortieren sozusagen? Und auch beim ersten groben Entwurf war sie eine Hilfe. Allerdings, wenn es um die Feinheiten geht, wird es durchaus kniffliger. Ich hatte eine grobe Vorstellung, wie diese Rede aussehen muss. Um diese Vorstellung mit der Fähigkeit und auch der Vorstellung der KI zu synchronisieren, braucht es dann doch durchaus ein paar Anläufe. Unterm Strich habe ich Zeit gespart. Ich hatte Spaß mit meinem Sparring-Partner KI. Und solange Ariane am Schreibtisch sitzt und noch grübelt und schreibt, genieße ich hier die schöne Zeit am Bodensee bei allerbestem Wetter. Ja, während der David großkotzig berichtet, dass er gerade schon seine Rede fertig geschrieben hat, nach 71 Minuten kann ich nur sagen, ich habe meine Rede gerade bereits gehalten. Und zwar vor Live-Publikum, unter anderem vor meiner Kollegin Katrin. Ja, das war fantastisch. Tja, lieber David, sorry, aber damit kannst du nicht mithalten. Ciao. Liebe Grüße aus Weingarten.